Noch 2 Stunden bis zum Auftritt. Klangprobe. Die Kinder aus Ramat Gan in Israel spielen seit Jahren in der Musikschule und üben jeden Tag mindestens 2 Stunden freiwillig. I like the sound of the harmonica. Ich mag den Klang. Und dass ich damit so viel Verschiedenes spielen kann. Jazz, Rock, Pop. Die 16-jährige Noam ist der heimliche Star im Orchester und spielt seit 10 Jahren. Das Stück zum Aufwärmen der Lippen mag sie zwar gar nicht, klingt aber trotzdem gut. Dirigent Alexander Reis leitet das Orchester seit fast 20 Jahren. Gegründet wurde es schon 1963 von Schmoll Gogol. Der Jude konnte in der NS-Zeit als einziger im Konzentrationslager Auschwitz Mundharmonika spielen und musste dort im sogenannten Todesorchester auftreten. Mundharmonika saved the life of them. Die Mundharmonika hat sein Leben gerettet. Daran denke ich die ganze Zeit, wenn ich mit den Kindern arbeite. Zum Ende des Konzerts das Solo von Noam, Tanz der Stunden. Anderthalb Stunden wie im Flug vergangen mit dem weltweit einzigen Mundharmonika-Orchester aus Kassels Partnerstadt in Israel.